In meinem Bodyforming Workout geht's, wie es der Name schon sagt, heute darum, den Körper zu formen, zu straffen und die Muskulatur des ganzen Körpers zu trainieren. Ihr braucht heute nicht viel Equipment, nur ein Theraband für die Hände und ganz wichtig noch ein Theraband für die Füße. Das könnt ihr euch rechts und links an euren Knöchel knoten. Wichtig, macht es richtig schön fest, damit es nachher auch gut hält für die Übungen. Wir marschieren mal ganz kurz hier auf der Matte, machen uns ein bisschen locker, haltet die Beine etwas enger, dass das Theraband unten noch nicht gespannt ist. Das könnt ihr auch locker in der Hand halten. Und dann marschieren wir. Lasst die Fußballen auf dem Boden, hebt nur die Fersen an, verlagert euer Gewicht von rechts nach links. Arme, Schultern sind locker. Und dann nehmen wir die Arme in die Seite und dann drückt euch mal hoch mit beiden Beinen. Hebt die Fersen ab, aktiviert die Wadenmuskulatur. Ruhig atmen. Ein letztes Mal und dann lösen. Lasst die Arme mal locker zur Seite. Schiebt sie im Wechsel tief, neigt euch dabei ganz leicht im Oberkörper, schiebt die Schultern nach unten, rechts und links. Wir wollen auch im Oberkörper ein bisschen locker werden, bevor wir gleich wieder den ganzen Körper anspannen und zum Schwitzen bringen. Und dann nehmen wir die Schultern beide nach oben und kreisen nach hinten unten. Hoch und tief ziehen. Nach hinten kreisen. Einatmen, ausatmen. Letztes Mal. Und dann nehmen wir die Arme vorne zusammen, gehen schon mal leicht in die Grätsche. Dann könnt ihr die Spannung unten schon ein bisschen spüren. Wir drehen den Oberkörper von rechts nach links, nehmt den Kopf mit in die Bewegung, mobilisiert den Rumpf. Und dann kommt zur Mitte, löst die Arme und dann starten wir. Nehmt euer Theraband bitte mal doppelt. Wem das doch zu schwer fällt, der kann es natürlich auch einfach halten. Aber wir wollen ja schon mit ein bisschen Spannung arbeiten. Wichtig bei den Übungen ist jetzt, dass ihr versucht, dass das Theraband immer eine kleine Spannung hat, auch wenn ihr die Arme wieder in die Ausgangsposition bringt und dementsprechend greift ihr euer Band. Wir starten, jetzt brauchen wir auch ein bisschen Balance. Wir gehen mal auf ein Bein, egal welche Seite zuerst. Erstmal ausbalancieren, das Knie vom Standbein leicht beugen und dann kommen die Arme nach oben über den Kopf. Und jetzt solltet ihr schon eine leichte Spannung in dem Theraband haben. Und wir beginnen jetzt erstmal nur unten mit dem Bein. Zieht mal das Bein seitlich nach oben. Und ihr dürft gerne die Zehen dazwischen kurz absetzen. Und jetzt integrieren wir noch, wir wollen ja den ganzen Körper straffen und formen, den oberen Bereich. Das heißt, wir ziehen auch oben das Theraband noch ein bisschen auseinander. Da reichen ein paar Zentimeter. Halten die Spannung und jetzt kommt der Oberkörper mit dazu und geht leicht zur Seite. Versucht mal eine große Bewegung mit dem Bein unten zu machen. Und immer wieder kurz absetzen, aber die Spannung halten. Bleibt aufrecht, Brustkorb anheben, ruhig atmen. Theraband oben auseinanderziehen, Spannung halten, zieht die Schulterblätter hinten leicht zusammen. Ihr sollt Eigenspannung entwickeln und das Theraband hilft euch nur, die Spannung ein bisschen zu erhöhen. Und wir machen noch drei, noch zwei und ein letztes Mal und lösen. Die Arme mal kurz senken. Kurz die Schultern lockern. Wir gehen aber direkt auf die andere Seite.
stellt euch aufs andere Bein. Wichtig, wieder das Kniegelenk leicht beugen. Dann muss der Muskel arbeiten und das Gelenk ist entlastet. Jetzt könnt ihr auch gerne nochmal korrigieren, wem es gerade zu schwer war. Dann nimmt das Theraband einfach. Sonst bleiben wir, wie wir sind. Und dann das andere Bein wieder abheben, Spannung aufbauen und den Fuß zur Seite anheben. Oberkörper noch ruhig halten. Wem es sehr schwer fällt, der kann mit den Zehen leicht auftippen zwischendrin und versucht euch ruhig zu halten. Schaut am besten auf einen Punkt vor euch, leicht auf den Boden oder gegenüber auf den Schrank. Und dann ist es ein bisschen einfacher mit dem Gleichgewicht. Jetzt ziehen wir um das Theraband ein Stückchen weiter auseinander, bauen Spannung auf. Achtet auch drauf, die Arme ganz leicht zu beugen oben. Die Ellbogen gehen leicht nach außen. Also auch hier das Ellbogengelenk nicht durchdrücken, sondern immer leicht gebeugt halten. Lasst die Schultern tief. Und jetzt kommt der Oberkörper seitlich dazu. Die Spannung der Arme bleibt möglichst gleich. Und ihr versucht, eine große Bewegung mit dem Bein zu machen. Zieht das Bein nach oben und den Oberkörper zur Seite. Ruhig atmen. Aufrecht bleiben. Brustkorb anheben. Sehr schön. Ein bisschen schaffen wir noch. Die letzten drei. Zwei. Und einer noch. Und dann das Bein abstellen, die Arme lösen, jetzt die Beine ein bisschen enger nehmen, dass die Spannung raus ist und kurz lockern, die Arme einfach mal hängen lassen. Spürt auch jetzt, wie die Spannung nachlässt, jetzt darf der Muskel sich kurz entspannen. Für die nächste Übung gehen wir nach unten, setzt euch dazu auf die Matte. Beide Bänder kommen mit. Und dann versucht erstmal euch auszurichten. Wichtig ist, dass ihr euch groß macht, die Schultern erstmal locker lasst, die Beine etwa 90 Grad aufstellt, die Fersen sind am Boden. Und jetzt werden wir gleich in dieser Position die Beine abheben. Dadurch kommt der Oberkörper ein bisschen weiter nach hinten. Ihr versucht aber trotzdem aufrecht zu bleiben. Wem sehr, sehr schwer fällt, der kann auch nur mit einem Bein arbeiten und das dann einfach während der Übung wechseln. Natürlich machen wir hier oben auch noch was dazu. Die Arme nach vorne, Theraband wieder doppelt oder einzeln halten und dann ziehen wir das Band auseinander. Das heißt, wir machen unten eine statische Übung, halten die Beine und oben arbeiten wir dynamisch. Erstmal die Beine abheben, das Theraband leicht in Spannung bringen, Oberkörper aufrichten, Bauch anspannen und dann ziehen wir das Band in Richtung Brust, öffnen die Arme zur Seite und jetzt konzentriert euch trotzdem mal auf die Schultern. Die Schulterblätter gehen hinten zusammen. Ausatmen, Bein ziehen. Sehr schön. Halte die Schultern tief und den Kopf gerade und unten. Die Spannung halten, die Beine leicht öffnen und dann zähle ich schon runter, die letzten drei, zwei, einer noch und dann die Füße abstellen, mal kurz lang machen, die Spannung wieder rausnehmen, Beine lockern, stützt euch hinten auf der Matte ab und dann geht es noch eins tiefer. Wir legen uns auf den Rücken. Stellt die Beine erstmal locker auf. Legt den Kopf ab. Wir brauchen wieder das Band. Das werden wir jetzt nur statisch halten in der Spannung. Der Oberkörper kommt gleich nach oben. Und die Beine gehen 90 Grad
in Richtung Decke. Wir öffnen und bauen wieder Spannung auf. Wichtig jetzt auch, achtet drauf, die Lendenwirbelsäule ist fest am Boden. Ihr schließt die Lücke hier, haltet die Bauchspannung. Und jetzt kommt der Oberkörper nach oben. Wir halten das Band. Das wäre jetzt die einfache Variante. Wer es etwas schwerer haben möchte, könnte auch hinterm Kopf arbeiten. Und jetzt halten wir die Spannung und gehen nach oben. Achtet drauf, die Schultern nicht ganz abzusetzen, wenn ihr wieder tief kommt. Der Blick geht schräg nach oben in Richtung Decke. Jetzt arbeiten wir mit der Bauchmuskulatur, aber auch der Oberkörper ist angespannt. Die Arme, die Schultern und auch die Beine. Beides durch den Widerstand der Bänder. Und dann bauen wir noch eine kleine Variante ein. Wir bleiben mal oben. Jetzt geht ein Bein lang und wieder hoch und das andere Bein lang und wieder hoch. Und der Oberkörper bleibt oben, Bauchspannung halten, Beine leicht öffnen, lang ziehen bis knapp über den Boden und wieder nach oben. Und wichtig, achtet drauf, Spannung in der Lendenwirbelsäule, fest gegen den Boden drücken und jedes Bein noch einmal tief und hoch, tief. Und hoch und dann absetzen, die Beine schließen, leicht auslockern, die Spannung lösen, durchatmen, 3 von 5 haben wir schon, 2 kommen noch. Dann nehmt euer Knie und zieht euch nach oben zum Sitzen. Wir drehen uns in den Vierfüßlerstand. Wir brauchen wieder beide Bänder. Wir starten zunächst mit den Füßen. Legt einen Fuß flach am Boden ab und das andere Bein hebt ihr an. Ihr zieht das Bein nach hinten lang. Achtet drauf, wenn ihr das linke Bein hebt, versucht eure linke Hüfte tief zu lassen, nicht nach oben auszuweichen. Möglichst parallel zum Boden. Jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller auch fürs Gleichgewicht. Wem das zu schwer fällt, der macht nur die Beine einzeln und dann nur die Arme. Aber probiert es ruhig mal zusammen zu machen. Das linke Bein gehoben heißt, der linke Arm bleibt unten. Und jetzt kommt der rechte Arm nach vorne. Und jetzt versucht euch erstmal auszubalancieren in dieser Position. Spannung halten. Der Arm, der stützt, ist leicht gebeugt. Die linke Hüfte bleibt tief. Und jetzt gehen wir in eine dynamische Bewegung. Das Bein und den Arm leicht wieder zurückbringen zum Körper und dann wieder lang machen. Versucht aber die Spannung nicht ganz aufzugeben. Das Theraband hängt nicht durch. Lang ziehen und zurück. Ausatmen und ein. Der Blick nach unten. Und wir machen noch 2. Und ein letztes Mal. Lang ziehen und lösen. Dann setzt euch kurz zurück. Durchatmen, auch jetzt hier die Spannung lösen, der Muskulatur eine kurze Pause gönnen. Und dann machen wir das Gleiche natürlich noch mit dem anderen Bein und dem anderen Arm. Position wieder einnehmen. Jetzt könnt ihr auch gerne nochmal korrigieren, das Theraband enger zu nehmen oder weiter. Legt jetzt das linke Bein, den linken Fuß hinten flach ab. Und dann heben wir erstmal das rechte Bein, ziehen es nach hinten lang. Jetzt achtet auf die rechte Hüfte. Die rechte Hüfte bleibt parallel zum Boden. Und jetzt kommt der linke Arm dazu.
Und jetzt haltet erstmal die Position. Bekommt ein Gespür. Der rechte Arm stützt und ist leicht gebeugt. Und dann gehen wir auch hier in die Dynamik. Zieht das Bein lang und den Arm. Und jetzt achtet auch auf eure Bauchspannung. Zieht den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Ausatmen beim Langziehen. Einatmen beim Nachheben. Hüfte bleibt tief auf der rechten Seite. Streckt den Fuß weg. Die Ferse ganz lang ziehen, weg vom Körper. Und dann schaffen wir noch zwei. Und ein letztes Mal lang ziehen. Und dann die Spannung lösen. Nochmal kurz nach hinten absetzen. Eine letzte Übung noch. Dazu gehen wir gleich in die Bauchlage, auf die Matte. Gleiches Prinzip, Theraband doppelt oder einfach, je nachdem, wie ihr das wollt. Legt euch ab und dann starten wir auch hier wieder mit den Beinen. Hebt beide Beine vom Boden ab. Wichtig, auch die Knie sind weg vom Boden. Die Fersen weit wegschieben vom Körper. Und jetzt die Beine mal nach außen öffnen. Spannung aufbauen im Theraband. Und dann kommt der Oberkörper dazu. Wir heben die Arme. Und dann ziehen wir das Theraband in Richtung Brust. Und schieben die Schultern zurück. Der Blick geht wieder nach unten auf die Matte. Und jetzt machen wir das Ganze oben dynamisch. Arme langziehen. Spannung leicht lösen und Arme ranziehen, Spannung aufbauen. Und jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger. In die Dynamik drehen wir uns einmal nach links und nach rechts. Der Kopf geht mit. In die Bewegung. Ausatmen, einatmen. Und spürt jetzt mal, wie der ganze Körper unter Spannung ist. Der Rücken, die Arme, die Schultern, die Beine, der Po. Alles das, was wir trainieren wollen. Ein- und ausatmen. Und noch einmal zur einen Seite und zur anderen. Und dann legt die Arme und die Beine ab. Entspannt euch kurz. Und dann drückt euch nach oben in den Vierfüßlerstand zum Sitzen. Wir lockern uns noch kurz zum Abschluss. Jetzt könnt ihr ein Band schon zur Seite legen. Stützt euch mal ganz locker hinterm Körper. Stellt die Beine auf. Und dann lockert die Beine. Atmet durch. Die Waden. Oberschenkel locker schütteln und macht die Beine noch mal lang, setzt euch aufrecht, nehmt die Arme hinter den Körper und zieht die Arme weg, Brustkorb anheben, leichte Dehnung spüren im vorderen Bereich der Schulter. Wieder lösen, dann umarmt euch vorne, macht den Rücken rund, zieht die Schultern nach vorne, kurz halten und dann neigt den Körper nach vorne, zieht die Arme lang und dann gehen wir noch ein bisschen tiefer. Wieder kurz halten. Langsam aufrichten, lösen. So, ihr habt es geschafft. Ich
hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt gespürt, wie die Muskulatur arbeitet und diese Ganzkörperspannung sehr, sehr effektiv ist für euer Training. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt fit und macht's gut.